Hallo und herzlich willkommen bei Entrepreneurs, Jessica. Ja, hallo Martin, vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich tierisch und ich bin gespannt, was mich erwartet. Okay, das erste Interview in einem Traum aus Rosa und Pink. Ja! Sind das deine Lieblingsfarben? Bitte? Sind das deine Lieblingsfarben? Auch, also rosa, lila, orange, so alles, was schön, freudig, aber auch ein bisschen ruhig ist. Okay, super. Ja, vielleicht stellst du dich einfach erst kurz vor, also, oder ich, vielleicht, nein, vielleicht feature ich dich an. Du bist einer der wenigen in meiner, in meinem Facebook, die so ungefähr das machen, was viele Männer auch in meiner Facebook-Timeline machen. Ja. Und es ist leider nicht so einfach, Frauen zu finden, die irgendwie so in mein Interview passen. Oder vielleicht bin ich einfach nicht mit denen connected oder keine Ahnung. Deshalb freue ich mich, dass ich heute hier dich habe. Und was ich bei dir sehr interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, du bist so sehr beharrlich und sehr konsistent und diesen Prozess von Dienstleistung hin zu Produkt. Ja. Das ist mir so aufgefallen, das finde ich interessant und da sprechen wir sicher gleich drüber. Ja, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, was du so machst, wie du da hingekommen bist. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich heiße Jessica Ebert, bin aktuell 26, also auch noch relativ jung. Zum Online-Marketing, Internet-Marketing, ja, wie bin ich da hingekommen? Eigentlich so üblich wie die meisten. Es ist dieses typische Geld verdienen im Internet erstmal suchen. Ich denke, das hast du in 80% oder 90% deiner Interviews gehört. Und bin aber relativ schnell doch auf den Trichter gekommen, dass das doch alles nicht so einfach ist. Hab dann viele Leute auch kennengelernt, auch viele von den bekannteren, viele Gespräche geführt, viel Unterstützung auch erfahren. Und habe dann vor circa, ach was ist das jetzt her, 3 Jahren, bin ich zu einem größeren Unternehmen gekommen und habe dort dann im Online-Marketing-Bereich angefangen mit einem Praktikum, dann in ein Angestelltenverhältnis gerutscht, wo ich sehr, sehr viel lernen konnte. Und habe mich dann hinterher entschieden, weil ich bin nicht so der Typ, der gerne für den Chef arbeitet, sag ich mal. Also ich arbeite gerne, aber für den, ich bin mehr der Typ, der ein bisschen freier sein möchte, der die Ideen, die er hat, ausleben möchte und ja, einfach was Eigenes machen möchte. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen und konnte mir relativ schnell eine ganz nette Basis aufbauen. Auf der einen Seite mit der Dienstleistung, auf der anderen Seite aber auch mit den Infoprodukten. Habe noch einen Partner mit im Boot. Wir machen das gemeinsam und ja, es macht einfach unheimlich Spaß. Ja, und es ist was Schönes, den Leuten die Leute dabei zu unterstützen, neue Kunden zu finden, das Grafische natürlich auch, also den schöne Sachen zu erstellen, ich sage jetzt mal eine Website oder ähnliches. Und die meisten sind halt unheimlich dankbar dafür. Und das ist mir besonders wichtig, dass wir alles dafür geben, dass die Leute am Ende zufrieden sind. Und wenn dann natürlich so tolle Feedbacks kommen, dann weiß man, wofür man es gemacht hat. Und es war jetzt mal so ganz grob, wie ich überhaupt da hingekommen bin, eben der typische Weg, sag ich mal, aber dann eben, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich mache es jetzt nicht wie die meisten und jetzt hat mal eine Sache nicht geklappt und hör auf, sondern ich ziehe das jetzt durch, von vorne bis hinten, habe jetzt letztens auch noch einen Lehrgang bestritten zum Thema Online-Marketing und ja, es funktioniert einfach und ich denke einfach, weil ich diesen Spaß daran habe und ja auch durchhalte, auch wenn es mal nicht klappt, was ja auch dazugehört, ja, dass es ein ganz netter Weg ist. So. Erzähl mal was darüber, über dieses Beharrliche, so über dieses Durchhalten, auch wenn es mal nicht klappt. Hast du da vielleicht so konkrete Situationen, wo du echt dachtest, so, oh, was soll der Scheiß jetzt? Ja, es ist natürlich so, wenn du auf der einen Seite natürlich eine Frau bist, dann noch im Bereich der Technik unterwegs bist, und dann auch noch den Herren der Schöpfung erzählen willst, wie es geht, dann hast du es nicht ganz einfach. Das heißt, man hat durchaus öfters mal die Situation, dass dann der gestandene Unternehmer erst mal fragt, was willst du denn hier? Ja?
Ich kann aber ganz gut durch meine Kompetenz schnell klar machen, ja, ich weiß, wovon ich rede. Aber so eine Situation zum Beispiel, haben wir ein Produkt auf den Markt gebracht, ein Infoprodukt, das lief halt nicht. Da konnten wir machen, was wir wollten, viel Zeit reingesteckt, viel Geld und es lief eben nicht. Und dann denkt man sich ja schon, auch wenn es finanziell dann mal ein bisschen knapper wird oder so, warum mache ich das jetzt eigentlich? Wenn ich jetzt angestellt wäre beispielsweise, dann bräuchte ich mir keinen Kopf darum machen, hätte ich weniger Sorgen. Aber dann kommt eben zum Beispiel immer mal auch wieder so ein Feedback von einem Kunden, der das einfach so positiv ist und wo man einfach merkt, dafür mache ich das. Und wenn es dann halt mal schlecht läuft, ja, mein Gott, dann halte ich durch. Was aber ganz wichtig ist, ist natürlich auch, dass man aus diesen Fehlern lernt. Ja, das heißt, wir haben das gemacht, wir haben sehr viel Zeit investiert, wir haben aber den Fehler gemacht, dass wir vorher nicht genau analysiert haben. So, und daraus haben wir jetzt gelernt. Ne? Und wenn man da dran bleibt einfach, dann kann es nur besser werden. Was habt ihr jetzt anders analysiert? Also, oder was hättet ihr besser mal machen sollen vorher? Also, bei uns war das Problem bis vor kurzem eigentlich, dass wir Ideen, oder vor allen Dingen auch ich, immer direkt umsetzen wollte. Und dass diese Analysephase, diese Testphase dabei immer zu kurz gekommen ist, wenn sie sogar fast manchmal hat sie sogar gar nicht stattgefunden. Weil man einfach diesen Drang hatte, jetzt habe ich die Idee, jetzt will ich das unbedingt umsetzen, jetzt will ich die Website machen, jetzt möchte ich das Produkt machen, jetzt möchte ich das machen und so weiter und so fort. Und ja, aber bringt einem natürlich nichts, wenn da kein Markt für da ist. Und deswegen haben wir halt gemerkt, dass diese Analysephase, diese Testphase einfach das Wichtigste auch an dem Ganzen ist und eigentlich auch am meisten Zeit in Anspruch nehmen sollte, damit man einfach nicht umsonst alles macht und hinterher in dieses Loch fällt, wo man sagt, jetzt habe ich so viel gemacht, warum kauft das denn kein Mensch? Ja, und das ist einfach super wichtig. Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Was sind denn so Analyse-Tipps und Tricks? Vielleicht können wir mal ein bisschen sammeln, die ihr jetzt so benutzt, von, sag ich mal, quick and dirty nach aufwendig. Ja, also ich sag mal so, eine der schnellsten Möglichkeiten ist natürlich überhaupt erstmal die Recherche. Ja, was gibt es schon davon? Was kommt gut an? Was kommt nicht gut an? Da können wir alles einfach mal Google einschalten und schauen, was kommt. Keyword-Recherche und so weiter und so fort. Also die Basics. Ja. Und ja, dann einfach sich überhaupt erstmal in die Zielgruppe hineinversetzen. Das heißt, es gibt, man sagt ja immer, ja, die Zielgruppe sucht nach einem bestimmten Keyword oder nach einer bestimmten Phrase. Allerdings ist es so, dass die Zielgruppe teilweise diese Wörter ganz anders interpretiert, als wie man selbst. Weil man selber ist ja, sag ich mal so, mit den Scheuklappen auf seine Idee fokussiert und geht gar nicht so in diese Zielgruppe rein. Und eine ganz große Hilfe ist dann zum Beispiel ein ganz ausführlicher Kundenavatar, was natürlich dann wieder in Richtung etwas aufwendiger geht. Damit meine ich jetzt nicht einen Kundenavatar von 3 Sätzen, ja, sondern wirklich ganz intensiv, dass man sich in diese Person hineinfühlt und wirklich kleinste Details, wie, wo wohnt dieser Mensch, was für eine Wohnung oder für ein Haus hat dieser Mensch, hat er eine Frau, hat er Kinder, was für einen Beruf hat er, wie alt ist er oder sie oder beides, wenn es an beide, männlich und weiblich geht, muss man eben 2 machen. Und erst dann kann man so langsam aber sicher in die Richtung kommen, wie denkt und fühlt mein Zielkunde. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich erst langsam in Richtung Produktüberlegung gehen. Ja. Und das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt, den ganz viele oft vernachlässigen. Man sagte, das Keyword, aha, jetzt weiß ich, wonach die suchen, jetzt habe ich ein Goldgräber-Keyword gefunden, da sind noch nicht viele, da mache ich jetzt mal was. Aber wenn man wirklich ein Projekt auf die Beine stellen möchte oder ein Produkt, dann muss man sich eben auch so ein bisschen da reinfühlen. Dann wird das eigentlich auch was. Also bei uns hat es bisher dann auf jeden Fall besser geklappt. Und testet ihr dann auch nochmal live das Ganze? Also ich sag mal so Landingpage mit kurzem E-Book, bevor das komplette Produkt erstellt wird. Genau, also der Funnel, der Verkaufsfunnel wird auch immer auf verschiedene Art und Weise getestet. Das heißt, man kann ja zum Beispiel einmal ein Opt-in vorschalten, also eine Squeeze-Page vorschalten und dann mit Follow-up-E-Mails arbeiten und dann auch zum Beispiel im internen Bereich was bewerben. Man kann aber auch direkt die Verkaufsseite auf die Startseite packen, man kann mit Webinaren arbeiten. Also das kommt aber auch immer so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Wenn man schon mehrere Jahre
im Bereich drin ist, dann hat man ja so ein bisschen so das Gespür auch entwickelt. Aber trotzdem sind solche Tests eigentlich unabdingbar. Und für solche Tests ist es natürlich ganz gut, wenn man mit gekauftem Traffic arbeitet, AdWords, Facebook-Ads und so weiter, weil man dann einfach schnellere Ergebnisse erzielt. Ja. Sind natürlich auch noch Komponenten, wo man gewisse Punkte beachten muss, aber nur so kriegt man am Ende wirklich ein vernünftiges Ergebnis und dann kann man darauf aufbauen. Was macht dir daran so Spaß? Also was ist was dich daran fasziniert? Ja, also ich sag mal, bei mir persönlich ist es jetzt zum Beispiel diese Entwicklung von Strategien und die Planung von dem Ganzen. Also ich stelle das immer gerne so dar wie so ein Puzzle. Ich packe diese Puzzleteile gerne so zusammen, dass sie ein schönes Bild ergeben, aber davor gestalte ich diese Puzzleteile auch noch. Also das ist aus meinem Kopf hinterher, aus den ganzen Prozessen ein Bild ergibt, das natürlich am Ende auch erfolgreich sein soll, aber halt einfach passt auf die Zielgruppe oder auf den Kunden in der Dienstleistung, wie auch immer. Und das sind Prozesse, die man halt auch immer weiterentwickeln kann. Das heißt, das macht man nicht einmal und ist fertig, sondern man entwickelt immer weiter, man optimiert. Und das, das macht mir einfach Spaß. Ich organisiere gerne, plane gerne und diese Strategieentwicklung bringt das halt alles zusammen. Also Strategie ist dir wichtig. Irgendwie schöne Sachen sind dir wichtig, ja? Genau. Was ist dir noch wichtig? Was ist mir noch wichtig? Ja, die Strategie, die Planung, die schönen Sachen und dass es einfach alles zusammenpasst. Und ich sehe mal ganz viele, auch Agenturen, die sagen zwar, sie machen alles, aber tun es dann irgendwie nicht. Da werden dann komische Verträge aufgesetzt und der Kunde wird am Ende allein gelassen. Ob es jetzt, egal ob jetzt ein Infoprodukt oder ob es eine Dienstleistung ist, spielt ja keine Rolle. Der Kunde ist Kunde. Und diese Kundenbindung, und da ist es egal, ob wir von großen Unternehmen wie Vodafone sprechen oder Sky oder hast du nicht gesehen, diese Kundenbindung bei den Kunden, die schon da sind, die wird unheimlich stark vernachlässigt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Mir ist es halt wichtig, dass diese Kundenbindung da ist und dass der Kunde, wenn er ein Problem hat, zu mir kommen kann und sagt, hör mal, was ist denn da jetzt? Ich komme hier nicht weiter oder das ist noch nicht so, wie ich das finde und dann versucht man das zu erklären. Ja, das ist eben auch. Wie siehst du denn den Kunden? Wie sehe ich den Kunden? Ich sehe den eigentlich gar nicht als Kunden in dem Sinne. Okay, ja? Das habe ich mir irgendwie gedacht, ja. Sondern als in dem Moment, wenn ich für den Kunden was mache oder mit dem Kunden was mache, als Partner. Ja, denn es macht ja keinen Sinn, immer nur dann für den Kunden zu machen und dann immer das Häkchen zu machen und abwarten, ja, was sagt der Kunde jetzt, sondern das muss irgendwie so eine Symbiose sein. Ja, das muss zusammenpassen und auch die Sympathie bei dem Kunden muss einfach stimmen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es durchaus auch so, dass wir schon mal sagen, nee, das können wir jetzt nicht annehmen. Ja, natürlich sind wir jetzt nicht unbedingt in der finanziellen Situation, wo man sagt, ich pick mir jetzt den Kunden raus und den Kunden raus, aber wenn es nicht passt, dann wird doch hinterher das Ergebnis nicht gut, dann ist der Kunde nicht zufrieden, wir sind nicht zufrieden, ja, und dann haben wir nicht viel davon. Ja, und deswegen muss stimmen. Okay, super. Was sind so Sachen außerhalb von Arbeit, die dir wichtig sind? Ja, also dazu muss ich sagen, das Internet ist halt auch mein Hobby. Das ist natürlich ganz praktisch, das miteinander zu verbinden. Aber Sachen, die mir wichtig sind, sind zum Beispiel Gedanken. Ja, das ist zwar jetzt nichts Physisches oder... Ja? Nee, nicht, wo man jetzt sagt, ja gut, Freunde, Kino, essen gehen. Ja, okay. Das ist ja das Typische, das macht jeder gern. Aber Gedanken sind so ein Thema, mit dem ich mich schon längere Zeit beschäftige und was einfach ein unheimlich starkes Thema ist, was den ganzen Körper beeinflusst. Und ich meine, das denkt vielleicht jetzt nicht so jeder von mir, wenn er mich sieht, weil ich doch immer als gestandene Frau öfters auftrete, aber es ist halt ein Thema, das uns beeinflusst. Und wenn mich etwas beeinflusst und ich lernen kann, das bewusst zu beeinflussen, dementsprechend natürlich auch ins Positive, dann ist das für mich interessant, weil wer sollte was dagegen haben, sich selbst positiv zu beeinflussen? Das ist eine sehr gute Frage und da könnte ich direkt spontan sehr viele Leute aufzählen.
gerade gestern noch von jemandem, der meinte, ja, aber dann verarsche ich mich doch selber. Wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht. So, ja. Okay. Und dann mit all meiner Überzeugungskraft habe ich das irgendwie geschafft, diesen Glaubenssatz dann da rauszukicken. So. Mhm. Also das ist so was, was wichtig ist. Was ich jetzt ganz toll finde, das ist langsam, dass die Schulmedizin halt auch so langsam, aber sicher zum Thema positive Gedanken, Seele, Meditation etc. kommt. Also ich bin da jetzt nicht jemand, der sich jeden Tag hinsetzt und meditiert. Aber es beschäftigt mich und ich finde es halt auch aus wissenschaftlicher Sicht unheimlich interessant. Mhm. Und da kommt die Wissenschaft ja langsam nach mit ganz interessanten Erklärungen auch, wieso, was, wie zusammenhängt. Mhm. Mhm. Und ist zwar ein bisschen spät, aber besser spät als nie, dass sie da langsam hinterkommen. Und ich denke, das wird viele Menschen die Augen öffnen. Mhm. Was hat dir vor allem die Augen geöffnet? Also dein persönliches Aha-Erlebnis oder Aha-Gedanke? Ja, ich habe leider das Ganze auf negative Art und Weise erfahren. Mhm. Also dass negative Gedanken einfach den Körperablauf, das Immunsystem schwächen können und es einem wirklich schlecht geht mit negativen Gedanken. Mhm. Ja. Und wenn das funktioniert, warum sollte das im Positiven dann nicht auch funktionieren? Mhm. Ja. Und dementsprechend bin ich da sehr, sehr offen. Und ja, man merkt es einfach. Wenn man sich ein schönes Gefühl wiederholt, was man hatte, ob es jetzt die süße Katze ist, die da hinten sitzt. Mhm. Ja. Komm. Fanny, komm mal her. Ja. Katzen dürfen sind als zusätzliche Interviewpartner immer zugelassen. Gut. Also wenn man sich dieses Gefühl einfach wiederholt, dann fühlt man sich gut. Ja, und wenn ich mir ein negatives Gefühl hole, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel Flugangst, wenn ich mir diese Angst, wenn ich mir vorstelle, ich muss gleich in ein Flugzeug steigen, dann geht es mir eben nicht gut in dem Sinne, weil ich mir das negativ vorstelle. Ja, und dementsprechend versucht man in die Richtung zu gehen, man kann das lernen, bewusst zu steuern. Und da bin ich gerade bei. Okay. Welche Techniken benutzt du, um das bewusst zu steuern und welchen Effekt merkst du so auf deinen Körper und deinen Gemütszustand? Also es ist so, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel nachdenkt. Ich denke mal, das liegt zum einen daran, dass ich eine Frau bin. Wir Frauen denken ja meistens ein bisschen mehr nach. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber doch, das es wird ja so gesagt. Und dementsprechend ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger für uns, das zu kontrollieren, weil es einfach so viel ist. Ich mache es so, dass ich mir einfach einen ruhigen Moment nehme und in mich gehe. Ich denke, das mit der Atmung, das weiß man einfach, dass einen das runterbringt und ruhig macht. Nee, erzähl mal. Also, ja, dass man einfach eine tiefe Atmung beginnt, ja, also die man langsam beginnt, also jetzt nicht von Anfang an direkt tief atmen, sondern man fängt langsamer an zu atmen und dann wird es langsam auch ein bisschen tiefer und kann dann auch anfangen, auf die Gedanken einzugehen. Weil nur dann, wenn man wirklich ruhig und entspannt ist, kann man sich auch darauf konzentrieren. Sonst kommt auf einmal noch, ach, das muss ich noch bezahlen, gleich treffe ich mich noch mit dem. Und das stört natürlich dabei. Mhm. Ja, und wenn man dann irgendwann in diese Entspannung kommt und diese Konzentration kommt, dann kann man anfangen, sich die schönen Gefühle einfach wiederzuholen, wenn man sich daran erinnert. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel ein Ritual, was ich auch wirklich jedem empfehlen kann, ob er es nun lächerlich findet oder nicht. Abends vor dem Schlafengehen 3 Dinge aus dem aktuellen Tag bedanken. Also das war jetzt grammatikalisch. Aber einfach dankbar sein für 3 Dinge. Das heißt, das soll jetzt nicht heißen, ja, ich bin dankbar dafür, dass ich Essen habe, sondern einfach 3 besondere Momente aus dem Tag nehmen, die schön waren, für die man sich bedankt. Bei wem auch immer, ob jetzt beim lieben Gott, beim Universum, beim Partner, ist ja ganz egal. Und man einfach dankbar ist. Und dafür wird man belohnt. Was heißt belohnt? Also dafür, ja, hat man auf der einen Seite ein schönes Gefühl, weil man weiß, der Tag war ja gar nicht so schlecht. Ne? Vor allem, wenn man sich dann abends irgendwie schlecht fühlt oder so. Und also diese 3 kleinen Sachen, wenn es keine 3 sind, ist ja auch nicht schlimm. Aber dass man einfach so ein bisschen dankbar ist dafür, dass es so schöne Sachen gab. Und das wird sich positiv später auswirken. Okay.
Was für einen Effekt hat das so auf dich? So diese Dankbarkeitsübung oder Entspannung im Tag, Bewusstsein? Ja, also zum einen natürlich, dass ich, wenn mal irgendwie was schief läuft, ja, also wenn der Kunde mal nicht zufrieden ist oder auch privat irgendwas nicht ist, dass man sich nicht in diese negative Stimmung reinsaugen lässt, weil es ist ja wirklich dieses, also die Negatives ist wie ein Sog, ja, weil, oder wie ein Teufelskreis auch. Und das verhindert das, ja. Es verdrängt das nicht, man kann es halt einfach viel objektiver betrachten, das Negative. Ja? Und was es mir noch bringt, ist, weiß ich nicht, also ich fühle mich dadurch einfach besser. Ja? Ich kann mit gewissen Situationen anders umgehen, weil ich es einfach objektiver hinterher betrachten kann. Ja? Und ich denke, das sind Punkte, die jeder gebrauchen kann. Und es ist jetzt nicht super kompliziert. Nö, eigentlich nicht. Also es bedarf Übung und Durchhaltevermögen. Das ist ganz klar. Du kannst dich jetzt nicht hinsetzen und dann klappt das alles direkt. Ja, man muss es einfach sich jeden Tag mal, und wenn es nur 5 Minuten sind, nehmen, kurz mal durchatmen, sich ein paar schöne Erinnerungen holen, egal ob die von vor 10 Jahren sind oder gerade waren. Und das einfach mal fließt, durch den Körper fließen lassen. Und dann merkt man, jetzt kann es weitergehen. Okay, super. Was sind Sachen, die du gar nicht magst? Die ich nicht mag? Die du so gar nicht magst? Also so gar nicht mag ich Gerede hintenrum. Ich bin ein Mensch, der sagt, was er denkt. Vielleicht manchmal zu oft, aber aber wenn jemand ein Problem mit mir hat oder mit irgendjemandem hat, dann sagt man das, dann klärt man das, man redet darüber und wenn man sich danach nie wieder sehen muss, ist ja ganz egal. Aber man klärt das und man macht solche Sachen nicht hintenrum. Das mag ich einfach nicht. Ja? Und ja, und natürlich negative Stimmung verbreiten, aber das gehört ja dann auch wieder so ein bisschen zu dem Mentalen. Ja, das ist es wirklich nicht schön. Was ist so deine größere Perspektive, was ist so dein, keine Ahnung, dein 1, 3, 5, 10 Jahresplan? Wie stellst du dir so dein Leben vor? In welche Richtung geht es? Ja, also ich sag mal, dieser Punkt finanziell unabhängiger sein ist auch ein ganz wichtiger, weil das Finanzielle ist eine Sache, die unser Leben bestimmt. Da kann jetzt keiner sagen, ist nicht so. Es ist so. Wenn du kein Geld hast oder wenig Geld hast, dann kannst du nicht das machen, als wenn du viel Geld hast. Ist eine Tatsache. Und wenn man einfach diese finanzielle Freiheit hat, das heißt ja nicht, dass man Millionär ist und nie wieder arbeiten muss, sondern einfach nicht überlegen muss, wie man am Monatsende noch einkaufen kann. Ja, es ist bei mir nicht so schlimm, aber dass man darüber sich nicht mehr so Gedanken machen muss. Das ist so ein Ziel, das ich erreichen möchte, was jetzt diese physikalische Ebene, diese physische Ebene angeht. Und auf der anderen Seite möchte ich eben auch auf der mentalen Ebene wie soll ich das erklären? Diese Fokussierung, diese bewusste Wahrnehmung und diese objektive Wahrnehmung weiterentwickeln, dass ich wirklich mit auch wirklich extrem negativen Situationen entsprechend umgehen kann. Natürlich fühlt man sich mal schlecht und das ist auch in Ordnung. Ne? Aber es gibt ja doch immer wieder so Punkte, wo es wirklich sehr schwierig ist, sich wieder zu pushen. Und das möchte ich erreichen. Und ja, vom Business her geht es in Richtung Agentur aktuell, dass wir halt wirklich später Mitarbeiter, feste Mitarbeiter haben und Büro haben, etc. pp. Und das Gleiche auch für die Infoprodukte, das ist ja, sag ich mal, eins. Ne? Dass sich das alles so ein bisschen vergrößert, erweitert und ja, dass die Leute oder viele Kunden und Interessenten und auch die Menschen an sich dieses Verständnis auch fürs Online-Marketing so ein bisschen entwickeln für ihr Geschäft. Das ist ja nicht so einfach aktuell, gerade wenn man sich mal auch die lokalen Unternehmen anguckt. Jetzt letztens war es eine Studie draußen, jedes fünfte Unternehmen in Deutschland hat keine Webseite. So, ich sage jetzt nicht, dass jeder eine Webseite braucht. Ob jetzt der Reisen für Senioren unbedingt zum Beispiel auch eine Fanseite braucht, ist jetzt die Frage. Ja, aber
da ist halt immer noch ein gewaltiges Potenzial. Na gut, wir sind die Senioren von morgen. Das stimmt, das stimmt. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit zum Glück. Zum Glück, zum Glück. Ja. Mhm, okay. In die Richtung. Was sind so... Hallo. Bin ich da. Wie ist das so mit einem Partner zusammenzuarbeiten? Weil das ist, meiner Meinung nach, ist das ja ein ganz, das ist so, wie soll ich sagen, einer der wichtigsten Schritte, wenn man sich so finanziell so ein bisschen stabilisiert hat mit verschiedenen Einnahmequellen, die nicht direkt so alle auf einmal wegbrechen können, dass man sich jemand mit ins Boot holt, der sozusagen auch, ja, was findest du die Vorteile davon, mit einem Partner zu arbeiten? Also zum einen hat man natürlich dann auch immer noch eine andere Meinung, wenn es um Dinge geht, ja. Und man kann einfach gewisse Punkte ausdiskutieren und sieht das dann auch teilweise auch dann wiederum von einem anderen Standpunkt. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass so ein Paar, dass man sich mit einem Partner gegenseitig motivieren kann und man seine festen Termine hat und dann ist man da und dann macht man seine Arbeit, bespricht alles und das ist einfach, das macht auch sehr viel mehr Spaß und trägt natürlich auch zu der eigenen Disziplin bei, ja, dass man eben, ich sag jetzt mal, wenn man von zu Hause aus arbeitet, dann muss man nun mal auch morgens früh aufstehen, ja, und eben die Arbeit machen. Und wenn man so einen Partner noch an der Seite hat, der sagt dann auch mal, hör mal, jetzt müssen wir aber noch mal reinhauen oder jetzt mach mal Pause. Wie auch immer. Ja, und das sind so ein paar Vorteile, die man, wenn man halt alleine ist, nicht hat. Und deswegen denke ich, dass so viele auch das nicht durchhalten, weil sie alleine sind und niemanden haben, der jetzt sagt, hör mal, jetzt komm, jetzt müssen wir noch mal und dann haben wir vielleicht auch immer wieder ein bisschen Pause und so weiter und so fort. Was sind das deiner Meinung nach die Top 3 Sachen, dass Leute den Traum der finanziellen Selbstbestimmtheit nicht durchziehen? Ja, also Durchhaltevermögen ganz klar an sich, ne, dass wenn eine Sache mal nicht klappt, direkt aufgehört wird. Zweitens, das ins Machen kommen. Ich habe unheimlich viele, mit denen ich auch in den letzten Monaten gesprochen habe, auch viele Frauen, die ganz, ganz viel lernen, machen, sich von den Bekannten die Sachen kaufen. Ich weiß, manche haben 10.000, 15.000 Euro schon ausgegeben für Kurse, wo ich die manchmal denke, hättest du jetzt auch ein ganzes Studium für machen können. Und die kommen einfach nicht ins Machen. Und teilweise ist es so, dass in vielen Kursen auch das Ganze natürlich ziemlich global erklärt wird. Aber wenn du eine Idee hast, die du umsetzen möchtest, dann kannst du natürlich diese Basics global anwenden. Aber so diese Punkte, diese ganz kleinen Pünktchen, die dann aber ganz wichtig sind, die sind immer individuell. Und wenn du dieses Grundwissen und diese Fähigkeit, das dann eben umzusetzen aufs eigene Projekt, noch nicht so ausgeprägt hast, weil du das zum Beispiel nicht studiert hast oder nicht wirklich dich damit auskennst, dann kann das eigentlich nicht wirklich funktionieren. Ja, weil viele, oder sagen wir es mal so, es wird ja auch immer suggeriert, eigentlich musst du nichts können, um Millionär zu werden. Das ist ja in vielen Fällen der Fall. Ja, also es wird gesagt, also du brauchst nur ganz wenig oder keine Vorkenntnisse, um hinterher 15.000 E-Books zu verkaufen. So. Das stimmt aber nicht, es funktioniert nicht. Ja, man muss einfach ein bisschen Verständnis dafür entwickeln und natürlich gibt es ein paar Glücksfälle, ganz klar, das hat man überall. Ne? Da hat man mal das Ganze aufgesetzt und dann kommen vielleicht mal die paar tausend Euro. Ja? Aber wirklich langfristig, was ja eigentlich das Ziel sein sollte, wird es dann nicht funktionieren. Also die Erfahrung habe ich gemacht und auch mit vielen Coaching-Kunden zum Beispiel gemacht. Ja. Und ich denke, das liegt auch damit zusammen, dass Menschen Wahrscheinlichkeiten unglaublich schlecht einschätzen können. Dass wir außergewöhnliche Sachen, dass die uns besonders präsent sind. Sprich, jemand hat eigentlich keine Ahnung,
ist eher besonders und jemand ist super erfolgreich, eher besonders. Und ja, wenn die zwei Sachen zusammenkommen, ist das nochmal besonders besonders. Und aber wir als Menschen, so wie wir gepolt sind, berechnen Wahrscheinlichkeiten daraus, wie gut wir uns was vorstellen können. Mhm. Und indem das besonders aktiv in uns ist, wow, so vom Tellerwäscher zum Millionär mäßig, so dieser Gedanke, überschätzen wir unglaublich die Wahrscheinlichkeit und checken wir nicht nochmal die, in so einer Tabelle 2x2, die andere Zelle, die dann heißt, weiß nichts und ist nicht erfolgreich oder weiß was und ist nicht erfolgreich, ja, und hat viel Wissen und ist erfolgreich, ja, wo man ja eigentlich immer, man müsste dann alle vier Sachen sich angucken und dann gucken, okay, wie ist jetzt so die Verteilung zwischen den Sachen, ja, aber in dieser Story wird dann halt nur so dieser eine glamouröse Held der Infoprodukte dargestellt, der irgendwie auszieht, um das Schreiben zu lernen und dann mit den Goldklumpen reinkommt. Ja, ich denke, dass halt da gerade bei dieser Berechnung diese Emotionen einfach eine ganz große Rolle spielen, ja, das wünscht man sich, ja, ich habe, weiß ich nicht, den Schreiner gelernt, ich möchte aber als Schreiner ganz so schlecht Millionär werden, so im normalen Leben, ich möchte aber Millionär werden und boah, der hat das geschafft und dann auch noch in dem und dem Alter oder wie auch immer, das will ich, das träume ich, das möchte ich, ja, diese emotionalen Wünsche, die dann einfach angesprochen werden und das ist natürlich ganz klug von denen, die es machen, ja, aber dass hinterher wirklich jemand es schafft, ohne wirklich persönliche Betreuung auch dabei. Ja. Das ist eher selten der Fall. Ja, da wird auch natürlich viel gespielt mit den Wünschen und Träumen von Leuten, die vielleicht auch gerade in so einer nicht so guten Situation sind. Ja, wobei ich dazu sagen muss, das ist ja jetzt nicht nur in unserer Branche so. Ja. Es ist ja, wenn du Fernsehen guckst in der Werbung, die Freiheit mit der Familie, Picknick packen, alles in Ruhe und allen geht's gut. Das sind so globale Wünsche, die jeder Mensch hat und die dann einfach angesprochen werden. Und wenn man das aber mal ein bisschen tiefer analysiert, ich sag mal so, als Online-Marketerin, wenn ich Werbung gucke, dann analysiere ich die erstmal direkt. Ja, ja, ja. Und wenn man dann aber mal hinter die Kulissen guckt und guckt zum Beispiel, das stille Mineralwasser, das bringt gar nicht so viel Energie, wie da jetzt erzählt wurde, ja, dann ist das schon wieder ganz, ganz was anderes. Und dann kommt man irgendwie in Konflikt mit seinen Gefühlen und mit dem, was der Kopf sagt, sag ich mal, was ja ganz oft der Fall ist. Auf der einen Seite möchte ich ja schön, auf der anderen Seite ist das gar nicht so gesund. Was mache ich jetzt? Und damit wird natürlich gespielt. Aber das ist Marketing im Sinne von Vermarktung und Werbung, sieht man überall und es wird sich auch nie ändern. Mhm. Ich meine, auf der anderen Seite, klar, wir wollen alle verkaufen. Ja, der Schreiner will seine Dienstleistung verkaufen. Wir wollen ein Infoprodukt verkaufen. Ich meine, deswegen machen wir es ja auch eigentlich. Zwei Sachen. Eine Frau, mit der ich zu tun hatte, und dann sagte ich so, ja, und ich werde ja zu alt und so, und das ist ja auch ein bekanntes Thema, und das habe ich jetzt mich einfach heilen können, indem es gibt so, ich weiß nicht, irgendwo im Internet, so Celebrities, ja, so wie sie in der Werbung aussehen, so und wie sie wirklich aussehen, ja, und das war unglaublich heilsam, einfach so, Ja, das ist heftig. Ja. Also jedes, sagen wir hier, Men's Health oder so, jedes Cover, da ist mindestens 80% Photoshop und 20% Mensch hinter. Ja. Also ich denke, dieses Verständnis sollte man langsam entwickelt haben. Also es ist ja auch so, wir Menschen wissen unheimlich vieles, wie zum Beispiel Rauchen ist, kann tödlich sein. So, das wissen wir und trotzdem rauchen die Menschen. Das mag zwar jetzt noch ein Suchtfaktor sein, aber genauso wie mit diesen Covern, eigentlich wissen wir, dass die Frau nicht so aussieht, aber wir wollen es glauben. Wir wollen es einfach glauben, weil wir eine schöne Welt um uns bauen möchten. Und deswegen kommt das halt auch immer so gut an, weil, ich mein Gott, Bild der Frau etc. wird gekauft, egal welcher Schlankwarenblödsinn da drin steht. Ja. Deswegen. Was ich nicht so glaube, ist, dass das sich so ewig so weiter fortziehen wird. Also ich glaube halt, dass auch immer mehr Leute sich dessen bewusst werden und das
vielleicht trotzdem noch als angenehm empfinden oder so, sich in diese Realität zu begeben. Ich glaube aber, dass immer mehr Leute verstehen, dass sie, wenn sie in ihrem eigenen Leben vorankommen wollen, sich nicht in diese Marketing-Traumwelt begeben können. Ja, ja. Also ich denke, das muss man immer per Zielgruppe sehen. Ja, wenn ich da jetzt ein stilles Wasser kaufe, habe ich eine andere Zielgruppe, als wenn ich jetzt ein Infoprodukt verkaufe. Mhm. Deine Meinung würde ich jetzt auch vertreten in unserem Markt, in unserer Branche. Ja, dass die Leute irgendwann verstehen, dieses auf den Knopf drücken und reich werden, funktioniert nicht. Wobei natürlich immer mal jemand noch dabei sein wird, sich aber in Zukunft ändern wird. Ja, aber in dieser privaten Welt, glaube ich, wird sich das noch sehr lange hinziehen, dass die Menschen das zwar verstehen, aber einfach diese Wunschwelt so sehr festhalten, gerade in so, ich sag jetzt mal, Krisenzeiten, ja, in diesen finanziellen Krisenzeiten, wirtschaftlichen Krisen, dass die was haben wollen zum Festhalten. Und sind wir mal ehrlich, bis irgendwelche wirtschaftlichen Krisen vorbei sind, haben wir noch ein bisschen Zeit, leider. Aber diese Wünsche, dass man einfach dieses Schöne braucht, diesen Gedanken braucht, um eben nicht immer in dieses Negative, ne, wie passt das Geld am Ende des Monats noch oder wie auch immer hineinzukommen. Ich glaube allerdings, dass dieser Fokus auf das Materialistische als Ausgleich für negative Energien sozusagen weniger attraktiv wird. Ja? Das fände ich gut, ja. Also ist meine Hoffnung, weiß ich nicht. Vielleicht, ich bin natürlich auch vorbelastet durch mein Umfeld, ja, aber ich habe halt so die Hoffnung, dass das halt dahin geht. Gerade ja, also auch. Das verstehe ich, ja. Das fände ich auch gut. Also gerade auch vielleicht auch durch soziale Veränderungen, die durch, weiß ich nicht, Veränderungen im Finanz- oder Wirtschaftssystem hervorkommen, ja? Also. Ja. Nee, das sehe ich auch so, dass man auch versuchen muss, so ein bisschen den Gedanken von diesen, ja, Statussymbolen wegzubekommen. Ich meine, ich habe hier jetzt auch den iMac stehen und das iPhone liegen und so. Das hat man halt. Ja, und ich denke, dass wir jetzt in unseren jungen Jahren das auch noch mal so ein bisschen anders sehen oder noch nicht so entwickelt haben in dem Sinn, ja. Aber ich glaube, dass, da wir gerade schon in unseren jungen Jahren über solche Dinge wie mentale Reife, Gedanken etc. sprechen und uns darüber auch Gedanken machen, dass das schon auch ein guter Weg ist, dass man dieses physische, dass das so ein bisschen in den Hintergrund tritt, ja, und man versucht, diese schöne Umgebung, diese Wunschumgebung, sich auf andere Art und Weise zu generieren oder sogar wirklich, wirklich wahr werden zu lassen. Also, ich habe ja in letzter Zeit viel mit Indien zu tun und das finde ich ganz interessant, weil da gibt es so ein bisschen zwei Wege. Also, die spirituellen Leute sind sich alle klar, dass so die Welt der Materie eine Illusion ist, was ja jetzt, wie du schon gesagt hast, mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen ist. Also irgendwo, das ist halt dieser luftleere Raum zwischen den schwingenden Energiefäden und das, was wir als Materie zum Anfassen gibt es eigentlich so nicht. Ist halt Raum mit was dazwischen so. Und das Interessante finde ich aber, dass es sozusagen zwei Wege gibt, das zu realisieren. Und der eine Weg ist sozusagen, das Materielle komplett abzulehnen, ja? Also sich gar nicht darauf einzulassen, davon in gewisser Weise abhängig zu werden oder so. Der andere Weg, der ist einfach das so völlig in Fülle zu genießen, bis auch dieser Wunsch nach mehr weg ist, ja? Bis du halt an diesen Punkt kommst, so, okay, jetzt habe ich alles und so what, ja? Also, ja. Dann, wenn es keine nächste materielle Stufe gibt, und das muss natürlich jeder für sich selber definieren, sage ich mal. Das heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass man jetzt hier die 3 Luxusjachten und 10 Privatjets haben muss, um an diesen Punkt zu kommen, ja? Aber, ja. Dass man dann halt einfach realisiert, okay, jetzt habe ich alles so und der nächste Schritt für mein Weiterkommen irgendwie, der liegt jetzt nicht mehr auf der materiellen Ebene. Mhm. Ja.
Aber wie du auch schon gesagt hast, das ist natürlich alles einfacher auf der Basis von, wo man zumindest nicht durch das Fehlen von bestimmten Zwängen oder Stress unterworfen ist. Das finde ich auch ganz interessant. Ich denke, viele Millionäre, ja, die beginnen oder haben dann auch erst begonnen, wo sie gemerkt haben, ja, jetzt habe ich alles und jetzt. Und es gibt ja auch sehr viele, die dann wieder irgendwann bettelarm sind. Nachdem sie wirklich Millionen, Milliarden hatten, alles ausgegeben hatten und dann eigentlich gar nicht mehr wussten, was sie jetzt machen sollen. Und ich glaube, dass das Universum oder wer auch immer einfach weiß, was der einzelne Mensch braucht. Und wir natürlich selbst dafür verantwortlich sind, das ist ganz klar. Aber trotzdem, dass man sich so verhält, wie man sich verhält, weil das eben so sein soll. Und wenn wir darüber nachdenken, jetzt schon, dann finde ich, ist es eine Richtung, die wir ja auch als Menschheit einschlagen, die eben auf diese Ebene geht. Und also ich finde es unheimlich interessant, wie sich das auch entwickelt. Ja, und ich denke und hoffe, dass es mehr wird, dass mehr Menschen anfangen, diese Sache ernst zu nehmen. Weil es wird ja doch sehr als Esoterik, Gespinse, wie auch immer, dargestellt. Ja, viel und oft. Und ist es aber nicht. Und es gibt auch viel Humbug, das muss man ja auch sagen. Es gibt viele Menschen, die Blödsinn damit machen und Leitungswasser abfüllen und die das als Heilwasser verkaufen. Ja. Aber wenn man sich wirklich mit der Materie beschäftigt und wie eben auch der Millionär dann irgendwann merkt, dieses Materielle ist nicht alles, dass das ein guter Weg ist, auch bezüglich Wirtschaft, bezüglich Politik, bezüglich Krieg und hast du nicht gesehen. Ja? Auch wenn sich das wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich noch Jahrtausende dauern, bis es wirklich implementiert ist, wenn es überhaupt passiert, wirklich in der gesamten Menschheit. Aber ich finde es halt gut, dass man jetzt auch mittlerweile offen darüber reden kann, weil bis vor ein paar Jahren, da wurde man ja wirklich als, Rasterzotteltante abgetan und Bio-Fanatikerin und hast du nicht gesehen, wenn man über solche Sachen gesprochen hat. Und heute wird es halt von den meisten einfach angenommen, ob sie es jetzt gut finden oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es wird akzeptiert. Und ich glaube, man kann mit solchen Gesprächen auch viele dazu anregen, darüber nachzudenken und sich zu informieren. Das ist ja ganz wichtig. Ja, und das ist das total Interessante, dass das so in den Interviews immer wieder rauskommt, dass auch oft so hinter der Fassade des Standard-Online-Marketers, sage ich mal, ja, dass da oft echt sehr, sehr viel Tiefgang ist. Ja? Und was ich mir halt auch wünsche, ist, dass die Leute halt auch den Mut haben, den Teil ihrer Persönlichkeit halt auch zu zeigen, sozusagen. Ja. Ja, da, unter anderem deshalb gibt es ja auch diese Interviewreihe, um halt sozusagen zu gucken, hey, was sind andere Faktoren in der Persönlichkeit, die eigentlich dieses Verhalten motivieren und erst möglich machen, so, was man natürlich nicht sieht in dem Infoprodukt. Ja. Klar, ja, ja. Also da in dem Infoprodukt lernst du halt nicht, was ist denn eigentlich die Motivation von dem und das Weltbild, was dahinter steht, überhaupt morgens aufzustehen und sowas sich auszudenken. Ja, und das ist meiner Meinung nach halt gerade so der wichtige Faktor. Und es gibt so ein cooles Video, Start with Why, von Simon irgendwas Gannett oder so. Und er sagt halt, wenn du, das ist super kraftvoll, wenn du weißt, warum du was machst. Mhm. Ja, auf jeden Fall, weil du dann auch diese Motivation hast, wenn du weißt, wofür und für wen und für was du das machst. Ja. Möchtest du auch mal Hallo sagen? So, hallo, hier ist die Katze. Hallo, jetzt bist du berühmt. Ja, und zum Beispiel habe ich jetzt auch erkannt, dass das deshalb eben bei vielen scheitert, weil die diese Produkte zwar kaufen, aber eben diese Motivation des Verkäufers gar nicht kennen. Und das habe ich in sehr vielen Gesprächen halt erlebt, dass die Leute das einfach unterbewusst gesagt haben. Ja, das merkt man ja in den Gesprächen.
Und deswegen habe ich mir jetzt auch mit meinem Partner zusammen überlegt, dass wir einen Blog machen, der von mir ist. Und wir aber auch diese Punkte, diese persönlichen Punkte damit reinbringen. Das heißt, das ist natürlich ein Online-Marketing-Blog, aber wir versuchen auch diese persönliche Ebene damit reinzubringen. Ja, dass die Leute nachvollziehen können, warum haben wir jetzt das und das gemacht? Warum ist es jetzt gut? Warum ist das jetzt schlecht? Und da wird auch durchaus erzählt, das ist ja halt jetzt nicht funktioniert, weil zum Beispiel, ja. Und ich glaube, das wird ganz interessant, denn diese persönliche Ebene ist das eigentlich das, was die Menschen wirklich interessiert. Ich sag mal ganz plump, YouTube. Ja, die YouTuber, die Herr Tutorial, kennst du wahrscheinlich. Der erzählt aus seinem Leben und erzählt ein paar Sachen und die Girlies und so, die lieben den. Ja, aber genauso ist es halt auch bei uns Erwachsenen. Wir Erwachsenen, gut, 26, aber ich sag jetzt mal Erwachsene, ich fühle mich noch nicht ganz so, aber gut. Wir wollen das sehen. Wir wollen von jemandem anders sehen, was er macht. Wir wollen uns mit jemandem identifizieren. Wir brauchen jemanden, an dem wir uns festhalten können, wo wir sagen, ja, genau so sehe ich das auch. Bei mir würde ich eher sagen, ich möchte sehen, dass es möglich ist. Ja, das meine ich. Also, dass man einfach jemanden sieht und jemanden hat, an dem man sich halten kann, im Sinne von inspirieren lassen kann. Ja, und ich glaube, diese Inspiration und zu sehen, dass das, was man macht, vielleicht gar nicht so falsch ist, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das wollen die Leute und das versuchen wir jetzt auch so ein bisschen den einfach zu geben, dass wir das natürlich ein bisschen auf dieser Online-Marketing-Ebene machen, weil die Leute möchten ja auch den Leuten was zeigen. Aber das, man einfach zeigen kann, Leute, das geht auch wirklich. Und wenn es mal nicht geht, dann geht es eben nicht. Was sind Leute, die dich interessiert haben? Inspiriert haben? Mich inspiriert. Da gibt es nicht ganz so viele, weil ich jemand bin, der sehr viel selber macht. Ich bin zum einen sehr pragmatisch und ich lerne und setze um. So. Und da gibt es jetzt nicht sehr viele, die mich wirklich spirituell, sag ich mal, oder mental inspiriert haben. Natürlich haben wir die Unterstützung, die man bekommt, auch von ein paar Größen zum Beispiel, ich mag nicht gerne Namen nennen, aber ich sage jetzt mal Matthias Brandmüller, Tobias Knuff und so aus der Szene, aus der Branche sind Menschen, die mich inspirieren. Aber ansonsten sind es natürlich vor allen Dingen Dinge, wo ich selber der Meinung bin, das bringt mir was. Ob das jetzt Zeitschriften sind, ob das Bücher sind. Und ich finde zum Beispiel auch, wo viele vielleicht jetzt sagen, okay, der macht vielleicht auch nicht so das, wie es sein sollte. Oder den finde ich jetzt nicht gut. Zum Beispiel Helmut Arment ist jemand, den ich als Menschen sehr interessant finde. Ist natürlich auch, sag ich jetzt mal, in Richtung Millionär, Erfolg und so weiter. Aber wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und die Menschen mit einem anderen Auge sieht, also nicht mit diesem, oh, der macht ja, verkauft das und das und das, sondern so ein bisschen von der anderen Seite guckt, dann merkt man schnell, dass da schon ein bisschen mehr hinter ist. Und viele, die mich eben unterstützen, die sind so eher im näheren Umkreis und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Leute hat und die viele Freundschaften sind zum Beispiel auch durch Skype und Arbeit entstanden, die einen dann halt auch immer wieder motivieren oder auch Tipps geben oder was auch immer, dass sowas auf Gegenseitigkeit beruht und dass man jetzt nicht so den Guru hat, den Inspirateur hat, sondern dass es viele Einflüsse sind, die man natürlich lernen muss zu sortieren. Ja, und wo man sich selber einfach das rausnimmt, was man braucht, wo man selbst der Meinung ist, damit kann ich jetzt was anfangen, das bringt mir wirklich was, oder ja gut, lass dir mal erzählen. Ja, und das ist so. Also deswegen kann dir jetzt keinen sagen, wo ich sage, der hat mich inspiriert. Das gibt es nicht. Du nimmst dir bestimmte Teile und fügst das zu deinem eigenen Style zusammen. Richtig. Also ich meine, ich bin halt
nicht so, sag ich mal, die typische Frau, die, ja, wie halt das Frauenbild an sich aktuell ja auch immer noch ist. Ja, ich bin jemand, der gerne selber macht, der natürlich sich auch was sagen lässt, ganz klar. Wenn mir ein erfolgreicher Mensch was sagt, dann denke ich darüber auch nach. Aber ich gehe meinen eigenen Weg, auch wenn der holpriger ist, als manch anderer Weg. Und das macht mich dann auch aus. Weißt du, weil das habe ich dann gemacht. Ich musste die Erfahrung machen und die Erfahrung kann mir dann keiner wiederum nehmen. Ja? Und ich glaube, das bringt einen dann auch wirklich weiter. Welche Leute würdest du mir empfehlen fürs Naturepreneurs Interview? Vielleicht kannst du mir Frauen empfehlen. Welche Frau, also du darfst natürlich auch Männer empfehlen, aber vielleicht gibt es irgendwelche Frauen, die du gerne mal im Interview sehen würdest. Dass ich würde doch gerne diesen anderen Blickwinkel nochmal weiter ausbauen. Ja, das Problem ist, dass ich selber nicht viele Frauen aus der Online-Marketing-Szene, also selber auch nicht kenne. Beziehungsweise nicht welche, wo ich jetzt sagen würde, okay, die betreiben das wirklich so intensiv, dass es auch passt. Es sind halt viele, die es nebenbei machen. Und deswegen muss ich dir leider sagen, kann ich dir niemand sagen. Auf dem amerikanischen Markt ist es wieder was anderes. Zum Beispiel die Frau Kiyosaki, das ist jemand, den ich unheimlich interessant finde. Mhm. Aber das wäre dann natürlich ein englisches Interview. Aber ansonsten ist es halt auf dem deutschen Markt noch nicht so. Zumindest sind diese Frauen nicht präsent, weil ich habe sie noch nicht wirklich gefunden. Okay, empfehlen mir drei Männer dann. Drei Männer. Tja, die hattest du, glaube ich, schon. Matthias Brandmüller, hattest du den schon? Nee, den hatte ich noch nicht. Okay, den fände ich ganz interessant. Den Raimund Mayer? Kennst du ja? Und wen haben wir denn noch? Also du merkst schon, ich bin da immer so ein bisschen, also ich habe, weil es halt doch viele sind, aber auf der anderen Seite wieder in keine Intensiven, wo ich das jetzt so ganz genau sagen würde. Tobias Knof hattest du natürlich auch schon. Das war, glaube ich, dein zweites oder drittes, also relativ am Anfang. Ja. Ja, genau. Und wer, glaube ich, ganz interessant wäre, der Timo Kühne. Timo Kühne und auch Thomas Müller. Das sind zwei junge Burschen, das heißt junge Burschen, also auch junge Leute, mit denen ich in den letzten Wochen auch ein bisschen was zu tun hatte. Und die haben auch ganz interessante Ansätze. Und ich glaube, das wäre ganz, ganz cool. Die mal. Also sind halt keine dieser großen Bekannten, aber die haben interessante Ansätze. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da auch viel rauskitzeln könntest. Ja. Okay, super. Ja, wenn die Leute jetzt sozusagen eine Sache mitnehmen aus diesem Interview als Tipp von dir, was sollten die Leute sich merken aus diesem Interview? Was denkst du? Durchhalten, machen und die unterbewusste bzw. mentale Ebene mal so ein bisschen mehr beachten. Okay, ja, super. Das ist eine klasse Zusammenfassung. Ich bedanke mich bei dir für das Interview. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Und schönen Gruß an deine Katze. Mach ich. Die hat Traule sich sie von mir gelegt. Und bis demnächst. Danke. Tschüss. Tschüss.